Schwerer Unfall zwischen Engelrod und Dürrlammen. 17-jährige Fahranfängerin missachtet Vorfahrt, 5 Personen verletzt, 2 davon schwer. Lautertal. Um 14.09 Uhr meldete die Leitstelle des Vogelsbergkreises einen schweren Unfall zwischen Engelrod und Dürrlammen bei der Abfahrt Hörgenau mit einer eingeklemmten Person. Eine 17-jährige Fahranfängerin aus Ulrichstein wollte mit ihrem Mercedes CLA von Hörgenau kommend auf die L3139 in Richtung Engelrod abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Opel, der mit 3 Personen besetzt war. Es kam zum folgenschweren Unfall mit insgesamt 5 verletzten Personen, 2 davon schwer. Dazu erklärt der stellvertretende Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Laudertal, Marcel Isaksson. Wir sind zum Verkehrsunfall gerufen worden mit 2 PKWs, eingeklemmte Person. Die Person konnte ohne technische Rettung dem Rettungsdienst übergeben werden. Wir haben jetzt die Straße komplett voll gesperrt. Es laufen gerade noch die Aufräumarbeiten und ja. Die 17-Jährige war mit ihrem Vater in dem Mercedes unterwegs. Der Opel Corsa fuhr im Bereich der linken Hinterachse und der Tür in dem Mercedes. Die 17-jährige Mercedes-Fahrerin wurde schwer verletzt und im Auto eingeschlossen. Sie wurde patientengerecht von der Feuerwehr befreit. Ihr 44-jähriger Vater erlitt leichte Verletzungen. Der 47-jährige Fahrer des Opels wurde schwer verletzt, seine 50-jährige Beifahrerin und der 16-jährige Sohn, alle aus der Gemeinde Laudertal, erlitten leichte Verletzungen. Alle verletzten Personen kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt, später wurde der Verkehr in eine Richtung an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis diese vollständig geräumt war. Es stellt sich die Frage, wie schlimm ist denn die Strecke? Ich sage mal, alle 2 Jahre kracht es hier vielleicht einmal. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro.